Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Abenteuer auf dem Reiterhof Nummer 4. Die Meister, was? Meister? Schule? Ja, kann sein. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wir können jetzt in den Online-Shop und uns in der Boutique ein paar schöne Sachen kaufen. Willkommen in der Boutique. Hier gibt's alles. Naja, fast. Zumindest findest du, wähle den Artikel, den du kaufen möchtest, mit den Pfeiltasten aus und klick anschließend auf Kaufen. Ich nenne dir dann den Preis. Manche Artikel können dir zusätzliche Beliebtheitspunkte verschaffen, wie zum Beispiel ein iPhone, ein Nasenpiercing oder ein Schlampenstift. Wow, hier gibt's ja haufenweise Sachen, die mir gefallen. Mhm. Wow, boah, hui, oh, das will ich haben. Nee, das ist aber schön. Oh, haufenweise Sachen. Oh. Wie, Moment mal, ihr könnt nichts sehen? Dann müsst ihr aber, habt ihr aber ein Problem an eurem Computer. Also ich sehe hier die schönsten Sachen, die ich mir kaufen kann. Oh, ja. Oh, das ist schön. Ja, das gefällt mir. Das kaufe ich. Gekauft. Mhm, oh. Kaufen. Nett, wirklich nett. Seite kann ich angezeigt werden. Okay. Ja, das hat ja Spaß gemacht. Ein bisschen online shoppen gehen. Ich brauche ja auch eigentlich nichts Neues. Das, was ich am Leibe habe, das reicht mir. Und je mehr es nach Pferd stinkt, umso besser. La 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 la. Hui. Ich mach mal ein bisschen Workout. Ich möchte eigentlich nur raus. Ach, hier geht's raus. So, jetzt gehen wir ins Foyer. Willkommen im Foyer des Gestüts, wo du deine Mitschüler treffen und mit ihnen reden kannst. Wenn du ihnen zuhörst, gewinnst du Beliebtheitspunkte. Aber aufgepasst, die Zeit ist begrenzt. Du kannst nur zweimal mit ihnen sprechen. Okay, jetzt spreche ich mal mit der Bitch. Ich komme aus den Vereinigten Staaten. Bla bla bla. Und was ist dann geschehen? Das erzähle ich dir lieber. Gut. Bin ich jetzt beliebt? Ich habe ihr zugehört. Hallo. Oh, ein Lichtreflex. Krass. Was ist in dieser Truhe? Ich möchte mal mit dem Kiffer ein Wörtchen reden. Ob er heute Abend zufällig Zeit hat. Mach dich dünne, Schätzchen. Das nenne ich eine... Ich kenne dich nicht. Und dann vielleicht ein andermal. Die Hoffnung stirbt zu... Dein Pferd hat über Nacht ein paar Selbstvertrauenspunkte verloren. Vergiss nicht, deine Tätigkeiten korrekt auszuüben. Warum hat mein Pferd denn kein Selbstvertrauen, ey? Ich bin doch das Selbstvertrauen in Person. Jetzt wird es Zeit, sich um einen wichtigen Teil deiner Ausbildung zu kümmern. Die Bibliothek. Was ist das hier in den Regalen? Sie werden sich mit den Büchern vertraut machen müssen, denn sie brauchen sie zum Lernen. Die Schüler neigen häufig dazu, die Theorie zu vernachlässigen. Das ist schade, denn Bücher haben so viel zu bieten. Zum Beispiel Seiten. Darf ich so viele Bücher ausleihen, wie ich möchte? Am Anfang sollten Sie sich natürlich nur die Bücher ausleihen, die Ihrem Lernniveau entsprechen. Grundrechenarten. Lesen die ersten Buchstaben. Wählen Sie Ihre Bücher und vergessen Sie nicht, sobald Sie ein Buch auf- oder zugeschlagen haben, gibt... Wir verlassen diesen Ort gemeinsam. Warum ist eigentlich die Musik so übertrieben? Was für eine epische Bücherei. Himmel, Herrgott nochmal. Ja, schöne Bücher hier. Schöne Bücher. Hier sind 4 Stück am Tisch. 1, 2, 3. Oder nur 3. Wo sind denn die Bücher? Mittelschrift. 10 Minuten, um Gottes Willen.
Ich lese was über Schottland. Ja, ja, ich möchte es lesen. Lesen. Habe ich so viel gelesen. Mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich will lieber auf dem Pferdchen reiten. Querfeld ein. Oh, jetzt wird's spannend. Schreiben? Komm, wir speichern mal gerade. Gut, ach, das ging aber schnell. Da wären wir. Du kannst jetzt das Querfeld einreiten üben. Jetzt geht's rund, Leute. Die Schilder mit Pfeilen geben die Richtung an, der du folgen musst. Hindernisse überspringst du, indem du im richtigen Moment die Leertaste drückst. Wenn dein Pferd im grünen Bereich eines Hindernisses abspringt, wird der Sprung als gelungen gewertet. Du wirst feststellen, dass es häufig sehr nützlich ist, vor einem Sprung langsamer zu werden. Sehr gut, Mettwurst. Du schaffst das. Zeitlupenunfall. Komm, gib Vollgas. Jetzt reite mal hier wie, John Wayne. Na los, reite schon, du. Mördermäßig cooles Vieh. Oh, Hilfe. Du bist zu oft gestürzt. Na gut. Übereiltes Handeln ist niemals gut. Du solltest versuchen, dich aufs Lernen zu konzentrieren, anstatt zu schnell von einer Lektion zur nächsten zu überzugehen. Seid gemein, ey. Ich war doch so gut, also ich fand mich super gut. Du kannst dich jetzt im Springen üben. Die Spur auf dem Boden zeigt dir, in welcher Reihenfolge du die Hindernisse überspringen musst. Wie beim Querfeld einreiten ist der Sprung perfekt gelungen, wenn du im grünen Bereich abspringst. Wenn das Pferd jedoch im roten Bereich zum Sprung ansetzt, reißt es möglicherweise einige Stangen oder es verweigert. Aber aufgepasst, das Vertrauen, das dein Pferd in dich setzt, kann die Ausführung deines Sprungs beeinflussen. Die Selbstvertrauensanzeige befindet sich unten links. Blabla. Der Sprung wird schlechter, wenn der Zeiger sich im blauen Teil der Anzeige befindet. In diesem Fall kann dein Pferd sogar Stangen reißen, wenn du im grünen Bereich auf dem Sprung bist. Wenn sich der Zeiger hingegen in dem Harmoniebereich, sehr gut, verbessert sich der Sprung, wenn du beispielsweise vom roten Bereich aufspringst, wenn der Pferd dir noch keinen Stangen raus. Immer Hindernisse konzentrieren. Puh, so. Alles klar, los geht's. Ach du Mistvieh. Ich sag nur... komm schon. Okay. Wie kriege ich das Pferd motiviert? Mach dir nichts draus. Das kommt. Metzger. Ups. Finish. Mettwurst, spring und los! Du vermaledeites Mistvieh. Dein Pferd hat zu oft verweigert. Ja, man kann das auch so unglaublich genau timen. Das muss ich schon sagen, das ist wirklich... Wie schade, ich hoffe, du findest bald mehr Zeit zum Trainieren. Ich glaube, kleine Mädchen, die dieses Spiel spielen, werden unheimlich frustriert sein. Jetzt gehen wir erstmal ins Foyer und labern nochmal mit diesen unsympathischen Mitschülern. Du bist nicht allein hier in der Akademie und das Leben in der Gemeinschaft ist nicht immer leicht. Heute habe ich Geburtstag und möchte dich einladen, mit mir zu feiern. Aber kein Wort zu den Lehrern, wir sollen nämlich auf unseren Zimmern bleiben. Wie krass der Kiffer abgeht.
Macht nicht so einen Lärm, sonst hört man uns. Wovor hast du Angst? Alles Schisser, diese Jungs. Die Harte. Du tätest besser daran, deinen... Der Schwule. Hey, ganz ruhig, ihr beiden. Ich habe Bitch. Geburtstag und keine Lust auf miese Partystimmung. Dann solltest du deine Gäste besser auswählen. Meinst du mich damit? Der Harte. Ach, du auch hier? Ich hab dich nicht mal bemerkt. Ich bin nicht der Unschuldsengel. Ich habe Gingers Geschenk auf dem Speicher vergessen. Oh, du musst mitkommen. Ich kann es holen, wenn du willst. In der Zwischenzeit kannst du ja ein paar Fotos schießen. Nein, ich möchte, dass du mitkommst. Einfach dann. Aber achte darauf, dass du zurück bist, bevor das Licht ausgeht. Geht ich jetzt den Speicher hoch. Versprochen. Geht den Speicher hoch und zack, Licht aus. Ups. Du solltest den Aufpassern aus dem Weg gehen. Wenn die Unauffälligkeitsanzeige wächst, bedeutet das, dass sich ein Aufpasser nähert. Wenn das rote Ausrufezeichen erscheint, bist du entdeckt worden. In diesem Fall musst du von vorn beginnen und so lange weitermachen, bis du es schaffst. Also ein bisschen... was war denn das nochmal? Splinter Cell. Die beiden Aufpasser spielen Schach. Wenn es dir gelingt, sie bei ihrem Spiel zu stören, kannst du dich gleich dadurch mogeln. Wie wär's, wenn du eine Schachfigur mobbst? Ein kleiner Tipp. Ich weiß, dass in der Bibliothek jemand ist, der dir helfen kann, auf den Speicher zu gelangen, wo sich Gingers Geschenk befindet. Viel Glück. Diese heftige Musik, ey. Als hätten die nicht recht genug, sich hier irgendwo aufzuhalten. Hi. Lalala. Warum rennt die eigentlich nicht? Guck mal, der Dicke da hinten. Hä? Ja, komm, wir wollten noch jetzt eine Schachfigur mopsen. Die haben Mops gesagt. Dann nimm doch eine Schachfigur, du. Na komm, dann... Halt! Da war doch gerade was... Hä? Ach, bin ich jetzt auf dem Speicher oder was? Nee, da wollte ich nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Oh mein Gott, diese Spannung, diese Action. Ach, ich bin in meinem Zimmer. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte eine Schachfigur mopsen. Aber ich kann da nichts machen. Diese Musik, als würde hier gleich ein Mord passieren oder so, ne? Obwohl es nur halb so dramatisch ist. Halb. Aber fast. So, wo sind wir denn hier zum Beispiel? Oh, im Zimmer eines anderen Mädchens. Sehr schön. Da gucken wir mal, was hinter dem Frosch da hinten versteckt ist. Ein Vibrationsalarm vielleicht. Ein Wecker mit Vibrationsfunktion. Kann hier nichts mitgehen lassen? Ein bisschen was stibitzen? Mal ein bisschen Kleidung. Die muss ja nicht immer dasselbe tragen, die Kailine. Aber gut, dann gehen wir mal hier rein, was auch immer das ist. Vielleicht ist das die Bibliothek. Was ist das denn da vorne? Ach, guck mal, da ist wieder der Computer, wo irgendein Spiel drauf läuft. Ist das Rayman? Das ist doch Rayman. Rayman ist doch auch von Ubisoft, kann das sein? Ah, hier lernt man also dann die Anatomie des Pferdes kennen. Oh mein Gott, die Steuerung, die ist wirklich grandios. Ganz, ganz große Klasse. Fast so gut wie bei Barbie. Aber bei Barbie war die Steuerung noch besser. Oh mein Gott, und es ist so rasant. Ja. Ich bin dahinter. Dum, 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 dum. Guck mal, die macht den Moonwalk. Wie Michael Jackson. Oh, ne, ich kann gar nicht rückwärts gehen. Ich wollte rückwärts gehen, wie Michael Jackson. Aber Kailine muss wohl allen sehen, dass sie nicht Michael Jackson ist. Sie ist nur ein verloddertes Mädchen auf einer Pseudo-Akademie mit zwielichtigen Personen.
wo sie angeblich was über Pferde lernt. Klar doch. Wo ist denn eigentlich der Speicher? Ist kein Mensch, ne? Die Tür zum Speicher ist verschlossen, aber ich glaube, in der Bibliothek ist jemand, der dir helfen kann. Aha, das ist also der Speicher. Aber wo ist denn die verfluchte Bibliothek? Aber kann die Kailine nicht ein bisschen schneller gehen? Nee, die Kailine kann nicht schneller gehen. Die schleicht hier rum wie so ein Lama, wie so ein fußkranker Opi mit Busen. Also eher eine Omi, aber egal. Guck mal, ich werde jetzt eh erwischt. Hab ja noch gar nichts erreicht. Jetzt kommt mir der komische Theo oder Leo oder Timo, Peter, Gottfried entgegen. Hi. Mist, man hat mich entdeckt. Mist, ich habe nur die Toilette gesucht. Warum sagt die sowas nicht? Naja. Bla bla, innere Stimme. Wir sehen uns gleich später. Gleich später. Ich habe schon wieder einen Quatsch. Ich bin schon ganz mürre im Kopf. Tschüss, bis dann. Vielleicht bei der nächsten Folge. Es ist spannend.